So, das letzte noch. Erstmal auch die ganzen blauen Sachen fragen, ne? Das sind halt Sachen, die wir wissen müssen. Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davon gemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch, das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Was kann das Ding mit dem Biochip? Vielleicht steht er einfach auf Macht. Das können wir auch mal machen. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Lucky. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Gut, dann haben wir alles, ne? Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Oha. Folge mir. Hab was für euch. Jawohl. Bahnen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Hi Mädels. Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rack-Implantat. Mhm. Was dagegen? Nein, nichts dagegen. Naja, komm, vielleicht kennst du ihn ja persönlich. Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein Geschäft. Gut für uns beide, denke ich. Hm, dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Judy? Okay. Wie? Das ist wichtig. Ja. Judy war immer an meiner Seite. Nein, nein. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Ich will's nicht hören. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Was ist eine Mox? Also, sei ein braver Junge, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Okay, Zunge im Zaum halten. Ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V, das ist Judy. Hi, Judy. Die Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy, ziemlich gute Ausstattung. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für einen Braindance? Mhm. Analysatoren, Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy. Schon gut, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Sorry. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Erstmal einsammeln hier. Mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Alter, was ist das für Tastaturen? Mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Das halte ich schon aus? Nein, noch nie. Was bedeutet ungefiltert? Egal, nein. Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau, aber dieser ungefilterte Kram, das ist Neuland für mich. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Hm. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich tief rein, so. Okay. Hinsetzen.
Ja, der sitzt schon ein bisschen älter, würde ich mal so sagen. Aber wir sehen so cool aus mit unserer Plastiktütenhose. Das ist unglaublich. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Das ist einfach eine VR-Brille, nur krasser, ne? Also halt keine Brille mehr, soll. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, dann profilier mich mal. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Okay. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Nee, wir fragen einfach nicht. Wir fragen einfach nicht, wir lassen uns überraschen. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. Okay. 3, 2, 1. Alter. Ja, voll hell, Mann. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Ich bin voll drauf, Alter. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow, ich bin ja, zweimal durchgeladen. Ich, jetzt, ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Okay. Du bist gesund und munter. Sehr gut. Hättest mich ruhig warnen können. Ja, erstmal so. Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so weh tut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht Danke. So sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Okay, also wir gucken uns nur was an. Kann das sein? Also wir steuern das jetzt nicht, oder? Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Play, Pause. Wiedergabemodus. Editiermodus. Okay. Wie kann ich jetzt die Konsole aufrufen? Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Okay. Probier's mal. Spul zurück. Ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Okay.
Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Okay, das heißt, wir müssen wieder in die Wiedergabe. Der Plan ist simpel. Keines darf nicht kreativ. Du bist rein, was die Kohle verschwindet. Die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk an, so Pferdchen, die geben uns mehr für den Adrenalinkick. Okay, so. Jetzt ab mit dir. Genau hier. Auf den Aufnahmeleisten zeigen fette Abschnitte einen Hinweis. Ah, okay, ja. An den du scannen, den du scannen hast. Okay. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. So, wie scanne ich jetzt? Okay, hier aus dem Modus. Okay. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Dann kann ich einfach scannen, okay. Eine Schachtel Kippen, ein Träger Broseph und zwei Zapper. Ja doch, hab zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und... Alle runter! Los, runter! Ha! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren wie die Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Zurückspulen. So. Das wollte ich noch scannen. Eine Schachtel Kippen. Okay, fahr. Jetzt ab mit dir. Kleine Zeisser. Okay. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Okay. Schmacksrichtung im Angebot heute. Curry und so. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Yeah, yeah. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Vorspulen. Los, sonst mach ich dich fertig! Ich muss vor und auf dich fertig, jeder Schachtelin! Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding über dem Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Sicht des Jungen. So. Ach da, okay. Bildschirm. Da. Ja, das war dieser Typ, der... Der Schüler hat ihn erschossen. Bestimmt hat er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Ja. Schließen. Ist okay.
Ja, krass, was man so machen kann, ne? Es gibt echt viele Sachen, auch beim Hacken und so eine Scheiße, ne? Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Entspann dich, Judy. Alles wird gut gehen. Du hast keine Ahnung, welches Risiko ich eingehe, dich hier reinzulassen und das Zeug anzufassen. Wir alle gehen Risiken ein. Das gehört zum Job. Entweder T-Bug ist drin oder ich bin raus. Judy, bitte. Schon gut. Ruf sie an. Bringen wir es hinter uns. So. Rufen sie an. Ist nicht so begeistert davon, ne? Hey, wie? Was gibt's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha. Okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich seh mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der Was? Ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage okay. sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Beam me up. Energie. Okay, wie? Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Du Scheiße, das wird... Moment. Pause. So. Irgendwas können wir hier scannen. Das Vieh hier. Mit 96% Gefahr extrem. Äußerst vorsichtig hier empfohlen, okay. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Was ist mit ihm, Alter? Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay, es ist halt relativ einfach, weil wir die Sachen hier auch sehen, ne? Was wir scannen müssen. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay. Dann gehen wir mal in die Dings wieder rein und lassen es mal durchlaufen. Ich sagte, nein. Stopp. Editor-Modus. Wir können auch umschalten, ne? Aber da, hier ist nichts. Oh, oh, stopp. Stopp, 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 stopp. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Wir müssen hier scannen, Leute. Du verlässt das Signalbereich. Oh, 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 oh. Irgendwas muss ja hier sein. Da ist was. Aber die haben wir schon gescannt, oder? Hm. Freund, dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir. Können wir hier vorne irgendwas scannen? Audiotechnisch können wir was scannen.
So, Audio. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Das haben wir. Ja, das kam mir auch komisch vor, ne? Hat einfach gar nichts mehr, einfach nur den Kopf oder so nur noch. Aber irgendwas können wir hier scannen. Scanne das Sicherheitssystem des Apartments optional. Ja, ich habe es ja schon gescannt vorne eigentlich. Wir können mal weiterspielen. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, Vi. Das könnte wichtig sein. Ja. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sablon ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden, das hat... Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Mach ich. Ich würde aber gerne nochmal zurückspulen. Weil da vorne habe ich noch einen Block, den ich mir angucken könnte. Hier. Ich weiß halt noch nicht, was. Die haben wir ja schon gescannt. Okay, ich verlasse schon wieder den Bereich. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Ich finde es leider nicht in dem Bereich. Da ist ja auf jeden Fall was noch, ne? Scanne übrigens PDA. Auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Aber ich mache es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht. Okay, warte. Ein bisschen zurück. Oh, oh. Was? Ich sagte nein. So, stopp. Wo ist das PDA? Hat er das in der Hand? Rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir. Ich brauche eine Minute. Ich brauche... Nur noch eine Minute. Das Programm ist... Das Ding muss ich scannen. Noch in der... Testphase. So Fuck. Können wir es. Wie soll ich das denn scannen? Nicht auf den Markt bringen. Das wäre ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die. Warte mal. Noch nicht. Keine Tipps. Warte mal. Ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Zurückspulen. Das Programm ist noch in der Testphase. Pause.
Sub zurückspielen. Da liegt es ja auch, ne? Wenn ich jetzt umschalte. Achso. Müsste ich es doch sehen können, oder? Das ist sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, red. Es kann ja nur das hier sein. Weil sie geht ja jetzt weg. Hm. Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Jetzt ist sie nämlich zu weit weg, um das PDA da zu bekommen, oder? Ja, mach einfach weiter. Ja, aber ich... Okay. Ich will es nur noch mal erklären. Ich habe hier oben in dem Bereich, in der ersten Linie, da kann ich was sehen. Dieser Block, ne? Deswegen wollte ich jetzt hier irgendwas machen. Reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass ich nichts erwähne und er ewig in seiner Eifer lebt. Du wirst mir zuhören. Sabumon ist ein Gewehr des Ostens. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden, das reicht. Es tut mir leid, dass du Bad Nahut seit Jahren im Blut setzt. Warte, ein bisschen. Die müssen eingehalten werden. Das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt. Bisschen rum, Knutschi. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich habe eine Idee. Hier die Innerbeche. Hier muss auch irgendwas gewesen sein. Da. Da ist auf jeden Fall was. Geschützturm, Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Systeme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Zum Glück haben wir den schon, ne? Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Und für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Romantisch. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. What love is until... Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Das Teil? Die Knarre? Scanne Irmels PDA auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Da. Ah. Aber trotzdem fehlt mir am Anfang noch irgendwas, ne? Mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja,
sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Per Scan. Warte mal. Nee, da will ich nicht hin. Da, so. Thermale. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen zurückscrollen, ne? Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Ende der Aufnahme. Wir gehen mal zum Anfang zurück. So. Bisschen vorspulen. Stopp. Bisschen vorspulen. Stopp. Stopp. So. Hier. In diesem Bereich muss noch irgendwas sein, was wir noch nicht gefunden haben. Okay. Wir spulen mal weiter vor. Nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Und Pause. Und Thermo. Ah, ist er im Eiskübelbehälter? Oh, Donnery. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Ist auch hier. Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Gibst du für einen guten Zweck? Aber ich... Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die... Stopp. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Hier hinten aber. Hey, habt ihr Wärmesignatur? Stimmt mit den Daten in den Unterlagen. Jawohl. Sehr gut. Nobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Okay. Ja, ging doch, Alter. Mal sehen, wie ich mich dann anstelle, ne? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Danke für die Motivation. Oh. Judy, beruhige dich. Ich hab noch geklickt. Niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Okay. Also muss ich noch schneller agieren. Ist leider so. So, ihr Hübschen. Sprich mit Evelyn. Die ist ja hier. Wir müssen los. Geht schon weiter. Oha. Die hat auch so einen fancy Mantel an, ne? Was denkst du? So, was ist dein Verhältnis zu Blablabla? Nein, nein, nein. Sicher, dass alles unter Kontrolle ist. Hast du keine Angst, dass er dich Raub in Verbindung bringen könnte? Wir gehen erstmal los. Wir fragen sie erstmal. Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Boah, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich?
Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. So. Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Wir müssen es durchschießen, wahrscheinlich. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Wir fragen jetzt noch einmal. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst sich da nicht irrt, er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Klar. Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Oh. Wir fragen mal nach. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Serverruf, Leute. Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, scheiß auf den Dex. Scheiß auf ihn, oder? Scheißen wir auf ihn? Ich weiß es nicht. Ja. Wie? Ja, komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Wir leben nur einmal. Wir machen sowieso alles. Wir töten sowieso alles, oder? Wir sind von der Straße. Wir müssen eh alles kaputt machen, aus dem Weg nehmen, ne? Easy. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Sie hat ja recht, ne? Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Okay. Ruf Dex so an. Aber Schätzchen. Wie nein, sieht's nein, aus, Mr. B? Nein, nein. Kann ich noch was sehen? Mr. B. Also, sie steht hier vorne, okay. Ich muss jetzt erstmal mit ihm quatschen, oder was? Okay. Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Mr. V. Bekomme ich denn noch irgendwie die Entscheidungsmöglichkeit? Oder habe ich es jetzt schon verkackt? Nein, nein. Mindestens das Doppelte. Oh. Darunter geht nicht. Neue Nachricht. Wie sieht's aus bei dir? Was geht? Hab die Kundin getroffen. Sie hat mir ein BD gezeigt. Bla bla bla. Erzähl ich dir später, Jack. Nein. Ich schreibe ihm das jetzt auf jeden Fall.
Ein BD, okay. Aber halt mich auf dem Laufenden. Ja, auf jeden Fall. Machen wir doch es gerade. Komme ich hier auch raus? Party! Können wir bestimmt noch ein paar Sachen mitgehen lassen. Oh, hier ist auch noch was. Oh, ah, ja, Ausgang. Ein süßes kleines Gesichtchen. So. Dann komm mal rein. Nee, wir sind draußen. Alles cool. Oh oh. Neue Nachricht. Batmos. Okay. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt ein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Danke. Okay. Wieso haben die meine Nummer? Frechheit. So. Profi-Autofahrer und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier, komm, wir überholen ihn mal. Junge, ich hab's einfach drauf, Alter. Ich kann Leute überholen. Ich bin auf der Überholspur. Fickt euch! In Night City wird Datenschutz großgeschrieben. Ja, ich merk das schon. Scheiße, Alter. Und Führerscheine gibt's auch wie Sand an Meer anscheinend. Verpiss dich! Das ist meine Vorfahrt. Holy shit, Mann. Stopp! Ah, zurück! Da sind Polizisten, da brauche ich nicht mitmachen. Einfach so auf offene Straßenkämpfe hier, Alter. Ganz normal, Leute. Ganz normal. So, wie komme ich da jetzt rüber? Einfach Straßenseite wechseln hier. Flup, 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 flup. Verpiss dich! Jojo! Kleines Kackidi, Alter. Ich gewinne. Oh. Ah. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich glaube, ich habe gut eingeparkt. Das reicht. So. Oh, shit. Okay, jetzt können wir uns mal das lilane Zeichen hier, das blaue Zeichen angucken. Ziel auswählen. Das ist meine Schnellreise. Oh, ihr habt mir das nicht erzählt, Leute. Das ist meine Schnellreise. Jo, okay, alles klar, danke. Das ist mit ihm. Du siehst müde aus. Sieht aus, als hättest du einen Marathon hinter dir. Ist was passiert? Jahrelange Söldnerarbeit und trotzdem schwitze ich wie ein Schwein, wenn Ma anruft. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne... Ist ja gut, Leute. ...wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. So sieht aus. So sieht's aus. Oh, warte mal. Street Kid, Oberliga, wir kommen. Ja, los, komm. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Irgendwas mit Backseat Gaming oder sowas ähnliches, ne? Also das Vorsagen, wie man zu spielen hat. Wir haben es uns verdient, Mano. Fast, ne? Ist nicht richtig wahrscheinlich, aber sowas ähnliches. Ich kenne mich aus, Leute. Ich kenne mich einfach aus. Ach. Jetzt habe ich die... Das ist keine Frage. Im Ernst, Jackie? Jetzt sehe ich das große S dabei, Junge. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Jo, okay. Alles klar. Und wer seid ihr, Clowns? Was bist du, Junge? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Alter, diese Stimme. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Er ruft ihn gerade an, ne? Die meinen, du willst mit ihm reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde.
Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du es schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhand. Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Endlich sind wir hier. Endlich sind wir hier mit meiner Plastikhose. Die Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Nee, danke. Great, danke, danke, danke. Bestell du für mich? Für mich nichts. Naja, für mich nichts, Leute. Wir Bestell trinken du. Auf jeden Fall immer mit dabei. Cool Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Oh, den kennen wir doch. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was ist mit der Stimme? Ist das schon wieder so eine berühmte Stimme, die ich nicht raushöre? Ach so, meinst du das? Ja, vielleicht. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Schätze, sowas wie lebende Legenden gibt's nicht. Ziemlich hoher Preis. Trinken auf Nice City, auf was? Stinkreich werden auf den Job unseres Lebens. Komm. Auf die Söldner Oberliga. Ich mit meinen Nägeln, Alter. Agrano, Hallöchen, Digga. Herzlich willkommen. Wer hatte diese Ehre noch? Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss sich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. So. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Tja. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ach, come on. Ich merk's mir. Oh. Gehört ihr seit Dex neuester Fund? Nur geschäftlich, nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Oh. Ich will aber erst mal fragen. Weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Tja, ja. Tja, ja. Gut. Dann stehen wir mal auf. Woher weißt du das? Hä? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Ich hab da nach oben geklickt, oder nicht? Hals und Bein, Bro. Danke. Er hat ja eine fancy Brille, Alter. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo, Ninjutsu? Ja. Yeah.
Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Depot. Okay, er geht vor. Wir haben schon lange nicht mehr gefightet, ne? Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie. Wo kann ich mich denn hinsetzen hier? Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Oder erstmal müssen wir das hier einsammeln. So. Hallo? Da. Ja, oh, die sind immer so hektisch hier. Alles klar. Macht's euch bequem. Hinsetzen. So, jetzt kann ich mich auch endlich mal bequem hinsetzen, Joel. Die Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, immer noch? Ja, 5 Stunden, ne? Recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, hab ihn gesehen. Nicht schlecht, aber sie will dich raushauen. Nein, das sagen wir auf jeden Fall nicht. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compaqui Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm, hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm, der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ja, Parker meint, wir brauchen dich nicht. Das ist alles. Hallo? Scheiße, ich würde ihn gerne nicht unbedingt schon, nee, Zwerge, du warst ja nicht da, ne? BD-Aufnahmen sind eigentlich für, ich sag mal, spezielle Sachen unter der Gürtellinie, aber man kann sie auch für, ich sag mal, coole Sachen so nutzen, zum wie ausspionieren und so weiter und so fort, ne? Sagen wir was? Oder lassen wir es? Ich glaube, wir lassen es einfach. Wir sprechen ihn gar nicht drauf an oder so. Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dax? Das hier. Splitter nehmen. Schauen wir mal. Ich muss ja nicht immer Pause drücken. Ja, die können sich ja beschweren oder sowas. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Compaqui Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Toll. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Übrigens der Delamain auch wieder weg. Welche Identität hast du uns besorgt? Wie kommen Hallo. Wir ins Penthouse? Okay, pass auf, wir fragen einmal nach. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Welche Identitäten? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon,
Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Hajime Taki. Sonst noch was? Ja, das andere fragen wir auch auf jeden Fall noch. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Ja, alles klar. Ja, ich habe alles vergessen, Leute. Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Es steht einfach auf. Der Teil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Ist doch okay. Jackie übertreibt es nicht. Ich könnte auch mal was sagen. Na los, nicht so schüchtern. Sollen wir... Bauschi! Junge! Was geht? Ja, und Hallöchen an alle! Herzlich willkommen! Was geht, Bausch? Alles frisch? Dinger? Ich hab das Bild gesehen, ne? Hast gut aufs Maul gekriegt, Junge. Sehr gut. Ja, wir sind, damit ihr Bescheid wisst, wir sind jetzt seit 5 Stunden dabei bei Cyberpunk und haben jetzt den ersten großen Auftrag vor uns, ne? Und jetzt ist gerade Verhandlung. Und wir sagen ihm einfach mal, dass er das jetzt nicht übertreiben soll, der Gute. Jack, das ist okay. Übertreib's nicht. Im Ernst jetzt? Lass es, Jackie. Das ist fair. Vertrau mir. Was soll's? Scheiß drauf. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Scheiße. Also, lasst ihr 2 eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Kopf. Kann ich meinen Katana mitnehmen? Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr noch was auf. Das wäre gut. Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Nein, ist keine Schießwaffe, so. Das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Wenn Katana im Spiel sind, sind es ja auch keine Schießfilme, ne? Ja, Eddies ist die Währung, die wir hier haben. Keine Fragen. Was hältst du von dem Plan? Wir fragen erstmal durch, ne? Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Okay. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. So. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Immer, ne? Klar. Ich lasse meine Füße auch immer küssen, ne? Das ist alles gar kein Problem. Eddies sind ist die Abkürzung für Euro-Dollar. In der Zukunft haben sich Euro und Dollar zusammengetan. Irgendwie. Tjo. Nein,
Alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Ja. Muss ich jetzt aufstehen? Okay. Ich muss noch was erledigen. Gut, pass auf. Ich drück mal hier Pause. Geht das? Ja. Gut, Leute. Ich bin ganz kurz auf Toilette. Können wir das Spiel speichern? Derzeit nicht möglich. Alles klar. Ich muss noch was erledigen. Lass uns los. Hallo? Lass uns los. Wir erledigen jetzt lass den Job. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja. Lieber reich werden. Ich glaube, da geht einiges schief bei diesen... Willkommen an Bord Dings. Dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Die Augen da oben, Alter. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Ja. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Verlinken. Flup. Ich und meine Fingernägel, Alter. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was ist denn das? Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn sein... Ich bin ein Ninja! Dieses Paket, ne Paket, was gehört doch dazu? Gefechtsmodus klingt illegal. Nein. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Das ist ja nett. Oh, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Der krallt sich ja auch 70%. Hast du das schon vergessen? Nein, noch nicht. Deswegen werde ich bestimmt auch mit der Tuse zusammenarbeiten. So fährt man direkt in die Oberliga. Das ist so wichtig. Du musst echt mal chillen. Ja, also mal chillen. Echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Bleib einfach mit dem Kopf dabei. Du tust so, als fahren wir zu einer Party. Vergiss es. Es ist kacke. Da ärgern wir uns doch nur gegenseitig, ne? Wir nähern uns ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Okay. Wie fährt er? Er fährt hier genauso wie ich. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Oh. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Sync-Test. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Abgehoben, ja. Was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Laut und deutlich, schön, dich wieder dabei zu haben. Laut und deutlich einfach. Hör dich laut und deutlich. Perfekt. Kira, Hallöchen. Okay. Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Jo, danke. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr.
Das ist sehr nett. Parfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Waffen zurücklassen. Ich habe auch nur eine Pistole dabei gehabt. Nicht einmal eine. Ja, es geht noch weiter, Digga, ne? Warte, ich hol den Flathead. Und das ist jetzt auch der größte Auftrag, den wir jetzt bisher hatten. Ich bin gespannt, was wir hier alles machen werden und was passieren wird. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Itaki sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Das sieht schon geil aus alles, ne? Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? So sieht's aus. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. So, gehe ich jetzt auch mal durch, ne? Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Was bist du denn für einer? Junge, Golden Boy, Alter. Kommt er nachher noch mit dem Fahrrad voran, ne? Junge, Junge, Junge. So. Hallo. Willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Auf meinen. Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Sie. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Diese Fingernägel, es ist so schlimm. Alles in Ordnung, danke. Wir haben einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Dann geh mal voran hier. Ich möchte das hier aber mitnehmen. Das klaue ich mir noch. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Denken, gibt's was zu essen? Nicht rumgekriegt. Ich hab sie entführt. Ja, trotzdem schicki aus, ne? Hat er ja recht. Jo, komplett fancy, Alter. Gehen wir jetzt echt zum Essen? Ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Das sind Profi-Puppen. Die waren nett auch nichts. Ja, und? Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir müssen weiter. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Wir gucken uns hier noch nichts um. Da bin ich vorsichtig, Digga. Das sind auch die Camps und so. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ja, alles für die Sicherheit, Leute. Alles für die Sicherheit. So. Ups. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Nicht übel. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber nicht übel. Ja,
Ich kann einfach alles tragen. Typ, Alter. So, geh du mal vor. Jo, moinsen. Russen, es wird einfach schön übersetzt für mich. Geil, das finde ich gut. Da wären wir. Holy shit, no. Geil. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Barb. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Klingt einfach. Ich glaube, das ist der Schachzugang. Am schwersten zu meistern. Aurelius, Aristoteles, wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Das ist er doch. Jackpot. Halt doch gesagt. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Junge, das Vieh ist so krank, Alter. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Soll ich jetzt was machen? Nee, wir müssen warten. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. Oh nein, nimm das muss ich. Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Nein. Wo ist denn der Kontrollsplitter? Warum ich? Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Ich weiß es nicht. Naja, ist hier mal egal. Wir machen das erstmal. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Ja, mein Hirn ist sowieso immer verwirrt. Easy! Was geht denn hier ab, Alter? Oh. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Scanner, Tab. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Da oben ist er. Mehr kann ich nicht versprechen. F-Schacht betreten. Muss ich hier... Warte mal, kann ich nicht hier irgendjemand verwirren oder sowas noch? Das sehen die doch, oder? Wird ausgeführt. Ah, ja, stimmt. Er kann ja von oben ran. Oh, das Krabbelvieh, Alter. Junge. Oh, sieht wirklich aus wie so eine Spinne. So eine Riesenspinne. Okay, vielleicht ist es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Oh, hier wird sauber gemacht. Das ist schön. Draufstand an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Überall war Blut. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Da bitte die Gerechtigkeit. Bug? Problem. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Das Ding ist, was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Gut aussehen. So, Holoprojektor und der Fernseher. Wer ist mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Okay. Holoprojektor hatten wir doch eben schon, ne? Na und? Bei dem Sager sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schmier. Bringt das was? Nein, überhaupt nicht. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nichts. Holoprojektor vielleicht? Nein. Ja, ey, dann ist es die Temperatur. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit.
Okay, schicken wir ihn mal los, ne? Junge, wie lange dieser Auftrag gehen wird, ne? Das wird so schlimm, ey. Oh, wir müssen uns bestimmt durchkämpfen. Oh, das wird so Bombe. Ist sie stehen geblieben? Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Fuck, es hat dem Terrarium. Das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt, keine Zeit für Schmeicheleien. Terrarium. Nee, 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 nee. 1 bis 2 Stunden, ich hoffe mal nicht. 24 Stunden Stream wird's auch nicht. Also Anni und ich gehen auf jeden Fall spazieren, gegen 17 Uhr wahrscheinlich, deswegen mal gucken, ne? So, einfach nur den Schacht betreten, wieso machen sie dann diesen Raum hier einfach? Egal. Machen wir mal. Echt? Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wo okay. Bin ich jetzt? Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. So, erstmal gucken, was hier so abgeht. Und öffne mal, mein kleiner Freund. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Das haben wir hier gefunden. Da. Hab ich schon. Okay. So, drücke 1, 3 oder 1. Okay. Schau zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Ich neutralisiere ihn. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Aha. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mache sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt hab vielleicht einen Weg rein. Kamera um. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Weiß ich doch, mach ich doch ja alles. Ich kann das schon alles. Keine Ahnung, nein. Aber muss schon austesten, ne? So, und jetzt umschalten. Dann kommt er hier durch. Mit dem Stuhl verlinken, wie? Mach ich. Ich kann ja auch ranzoomen, ne? Wer ist das denn? Okay. Fancy, wie er aussieht. Jo, das merkt er nicht, oder was? Ha, hab ihn. Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut, bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Ja gut, ne, dann chillen wir mal ein bisschen hier. So, voll cool hier. Oh, was war das? Ein paar Stunden später. Jo, das war aber schnell. Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen. Und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was?
gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Na und die Launen eines Muttersöhnchens. Dauert das lange? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekt. Okay, dann können wir los. Jetzt Vorhang auf. Leute, wir gucken nochmal ins Inventar. Ich glaube, wir können auch ein paar Punkte vergeben, oder? War das nicht Inventar? Ne, Inventar war das nicht. Shit, Charakter. So, Kondition machen wir auf 6. Moment. Und dann wollten wir bei den Tech-Sachen noch gucken. Das wird erst freigeschaltet. Dann gucken wir bei Reflexen. Da haben wir doch unsere Feuersachen. Verringert die Zeit zum Zielen mit Gewehr und Maschinenpistole um 10%. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. Das machen wir erstmal. Das verbessern wir. Haben wir noch eins? Ne, nicht genügend Vorteilspunkte. Okay. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, In den Spiegel schauen, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Gut, bin ich mal gespannt. Es geht los, Leute. Jetzt geht's nach oben. So, und denkt dran, morgen machen wir hier auch weiter dann, ne? Morgen ist auch noch Cyberpunk Day. Kann ich jetzt Tavernensuite? Ja, gut, da wollen wir hin. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Klar. Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. So, genau das dachte ich mir so auch. So, alter Junge. Er lebt sich gut als Herr des Arasaka-Imperiums. Typ, ey. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hier war doch so ein Geschützturm. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Ja. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Oh Gott, er kommt gleich hier hoch. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Fuck, ein Schalter. Scan. Smart Glass. Da ist was. Ja, ich muss doch erstmal hier gucken, was ist mit ihm. Ja. So, aufnehmen, ja. Nehmen wir auch noch mit. Junge. Geh mal zu Bett, da wartet noch was für dich, okay? Das ist das wahrscheinlich, ne? Eine Knarre. Stimmt, da war ja was. Das haben wir ja gesehen. Okay. Genau, das haben wir ja eben gesehen in dem Video, ne? Da haben wir die Knarre gesehen. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten. Das hatten wir aber schon vorhin bekommen. Nobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Oh, fancy Knarre, Alter. Ups, ich habe nichts gemacht. Ah, guck mal an. Da kann man dann Schnelldurchlauf was wählen, oder was? Okay.
Krass. So. Einmal wegpacken. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Diese Fisch. Jetzt du, Buck. Ein Moment. Wie ein Moment. Oh, das dauert lange. Oh, scheiße. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Da ist irgendwas am Laufen gerade noch nebenbei. Noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn. Öffne den Safe. Hab's gleich. Fertig. Super. So. Überlass denn mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Ich halte die Waffe mal schon mal parat. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Mit welcher Säule? Oh, nein, rein da, jetzt. Oh, da, okay. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, die. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Oh nein, da ist dieser Roboter-Freak. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Du Scheiße. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Das ist doch sein Daddy, oder? Das ist aber ganz schön schnell. Oh fuck. Also Stufe. Arasaka-sama. Mada Bodycheck no. Ich habe noch nicht alles gecheckt. Okay, das ist okay. Das ist mein Sohn. Natürlich, ich soll ihn holen, weswegen wir hierher gekommen sind. So. Kümmere mich darum, Sie können gehen. Okay. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajane. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Oh, der quatscht ja immer noch. Nicht, wenn man mich bestiehlt. Sag ich doch, das ist doch sein Daddy. Ich glaube, nichts und niemanden, dir am allerwenigsten. Ist ein Problem, du kannst die Wille drehen und sich um dich. Oh Gott, okay, Gottes Willen. Dreht sich nicht um dich. So. Nun bist du hier, um mich zu erniedrigen und deinen Sohn persönlich in die Schranken zu weisen? Daddy und Papa, ne? Es ist originell, unsere große Errungenschaft an den Westen zu verscherbeln, unsere Zukunft an diese Barbaren. Unsere Zukunft? Unsere? Du irrst dich. Du interessierst dich doch nur für dich selbst und deine kranken Pläne. Ich wusste, dieser Tag würde kommen, dass deine Vermessenheit irgendwann zu weit gehen würde. Es gibt vieles, das ich dir vergeben würde, aber Verrat niemals. Oh, tötet er ihn jetzt? Zum Katana? Das
Ich bin nur froh, dass deine Mutter das nicht mehr erleben muss. Es würde ihr das Herz brechen. Irgendwie kennt man diesen Dialog schon, ne? Hat man schon öfters mal mitgekriegt bei manchen Sachen. Oh. Irgendwas machen? Wir sind so gut wie tot. Ja, das darf ja keiner erfahren, dass wir es wissen. Nein, wir werden nie hier rauskommen. Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Auf Yuna nicht alles vorsagen, ne? Aber trotzdem danke für den Tipp auf jeden Fall. Okay, er hat es erst mal nicht geglaubt. Job auf sofort besser machst. Jetzt hat er schon ein Problem, ne? Er hat nichts gemacht, Mann. Erden, Alter. Scheiße, wir sind geliefert. Bring das hier raus, Tier. Fuck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Können wir hier noch was finden? Okay. Das überhaupt auszusprechen. Warte mal. Ich will jetzt einmal hier noch durchgucken. Ach, wir hätten auch hier rankönnen können, okay. Ansonsten haben wir alles hier, ne? Junge, der lebt ja. Fancy. Okay. Oh, was ist das? Kaschmirwolle, ja, die nehmen wir auch noch mit, Alter, was soll der Geiz? So, und hier kommen wir wahrscheinlich erst später lang, wenn wir fliehen. So, wir müssen jetzt aber erstmal mit dem Yogi sprechen, glaube ich, ne? Wo ist er denn? Was ist mit ihm? Sprich mit T-Bag und Jackie. Okay. Hast du ihm mein Spiel aufgehangen? Leute, wir haben den ersten richtigen Bug. Starten wir mal neu, ne? Scheiß auf ihn. Ja, nee. Er hat ja alles dabei, ne? Okay. Ja gut, dann müssen wir, glaube ich, neu laden, ne? Aber sie bewegt sich noch. Können wir das irgendwie noch auslösen oder sowas? Indem ich mein Auto rufe zum Beispiel?
Schade. Aber hier passiert nichts. Okay. Neu laden am besten, ja. Machen wir einfach. Spiel laden. Autosave. Das hier. Würde ich jetzt sagen. Bestätigen. Ja, müssen wir. Müssen wir mal durch, ne? Alles easy, Pulia, sagt er. Alles easy. So. Ach, guck mal, da bewegt er sich. Okay. Das ist gut. Fenster, los. Oder wir hatten doch hier irgendwas noch gefunden, ne? So. Komme ich hier raus? Fenster. Da. Wieso kann ich da nicht raus? Okay, hier komme ich nicht raus. Ich habe eine Hose bekommen. Das ist schön. Das gefällt mir. Irgendwas kann ich hier noch scannen. Na ja, cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit, Alter. Was soll der Geiz? Hier sind auch noch ein paar Sachen. Nehmen wir auch noch mit. Öffne das Schloss. Da okay. Sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Sie haben mich... Fuck! Scheiße. Santo bendito! Sie ist weg! Fuck! Wir kriegen sie aufs Maul, Leute! Jetzt glücklich, Jackie! Die Tür ist offen. Okay. Fuck, 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 fuck. Oh, nee, das wird böse enden. Das wird sowas von böse enden. Da können wir lang. Goblin-Leiter. Ja. Nicht runtersehen. Danke für die Tipps. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Mit A. Die haben uns nicht gesehen. Bist du ein. Ah! Springen, 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 springen. Nein, noch nicht da lang! Ich komme nicht aufs Dach, ne? Kann das sein? Ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Aber ich sollte springen, hat sie gesagt. Ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh. Das ist nicht gut. Jack, du blutest. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Das ist echt nicht gut, Mann. Barca, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Alter, dieses Bild! Wie? Compeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt! Scheiße! Aber ganz okay, schnell, ne? Zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Von zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Ja, easy, Alter. Ach, ja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Espíritu Santo. Amen. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran.
Del! Wir sind gleich da! Halt dich bereit! Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann! Okay, aufstehen. Irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Das wird einfach nur schlimm. Aura si. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Halt den Kopf um, dann. Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Okay, hier oben können wir noch Sachen suchen. Oh, ist das ein Pool? Ups. Ja, wir nehmen erstmal schön den Alkohol mit, Alter. Solid Guides. Erreiche den Aufzug. Sonst kann ich hier nichts mehr machen. Da kommen wir ja her. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Cyber-Alt, ja. Folgen Sie die Anweisungen des Personals. Komme ich denn jetzt hier runter? Ach so, oh Gottes Willen, ich dachte, das wäre hier auch eine. Guten Stoff, Leute. Nur den guten Stoff, Alter. Jetzt schön vorsichtig. So, Moment. So. Protokoll. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Scheiße, 55, was war das? 55 1C. Terminal verlassen. Da ist auch einer. Können wir hier irgendwie was machen? Kurzschluss. Bleibt wachsam. Er ist hier irgendwo. Fuck. Achtung, die sehen uns sonst. Was soll das denn? Verstecken. Das habe ich wieder verkackt, ne? Bleibt ihr da stehen? Achtung! Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisung. Was haben wir denn hier? Fangwartung! Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Wie kann ich den ablegen? Fallen lassen. So. Haben wir jetzt Sachen angelegt? Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich sehe so fancy aus, Mann. Schon geil. Ich habe eine neue Hose. Mhm. Achso, ich kann jetzt eh nichts ändern. Okay. So. Wo ist der andere? Hat er ihn... Achso, er hat ihn umgenietet. Ah, das ist ja sehr nett. Da hätten wir gar nicht so viel Scheiße bauen müssen, sondern einfach nur... Cool, bleib in Wien. Der Feind schläft nicht. Ja, ja. Müssen wir hier kurz lang gucken. Es hier noch gibt. Gibt es doch bestimmt auch noch tolle Sachen. Achtung! Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben. So, schießen wir uns jetzt durch? Folgen Sie die Anweisungen des Personals. Oder versuchen wir die nochmal ein bisschen abzulenken. Optik neu starten, Kurzschluss. Ne, Kurzschluss will ich nicht nochmal machen.
sind wieder zwei. Hier lang. Warte, da ist doch irgendwas drinne. Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Hier kann ich doch was machen. Achso, muss ich hiermit anfangen? Okay. Dann haben wir hier 5 und BD hier. Und 1C. Da. Okay. Ungewöhnliche Quicker-Komponenten. Gottes Willen, ich kann nicht mehr lesen. So. Hier können wir doch noch mal Ablenkungsmanöver. Ruhe. Geht er da jetzt nicht hin? Doch. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Shit. Sie haben uns gesehen. Nein! Das ist doch ärgerlich, Mann. Da war eine Scheiß. Ich treffe ja wieder gar nichts, ne? Scheiße. Wir müssen näher ran hier. Nach. Ich hab nichts mehr. Scheiße. Ich hab doch gesagt, wir ballern uns wahrscheinlich hier eh durch. Nein! Ah, nur ein Schuss! Easy. Oder, Leute? War doch gut, Alter. Ja, wenn diese Kameras nicht sind, dann wird es besser laufen. Easy. So, das ist verschlossen. Kann ich das irgendwie, ändern? Dass ich da reinkomme. Da muss ich wahrscheinlich einfach nur rumlaufen. Ich bin schon so ein Fancy Boy, Alter. So. Die Waffen haben wir. Da haben wir jetzt endlich wieder Munition, okay. Die können dich sehen. Was, wo? Das ist meine Tür, da will ich hin. Und hier komme ich einfach nicht rein. Wir müssen uns durchschlagen. Hä, was denn? Hier ist doch keiner mehr. Ach, der lebt doch. Sorry, Brudi. Sind die anderen tot? Der hat keinen Kopf mehr. Der ist auch tot. Oh. Ausschalten. So, jetzt geht's. Hat niemand was aufgenommen, ne? Easy. So. Sind hier noch tolle Kameras? Hauptsache der Alkohol stimmt hier. Wir werden angegriffen. Wieso? Scheiße, Mann! Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, fuck. Halt, stopp. Also so nicht, meine Damen, meine Herren. Töte ihn. Geh da weg! Wenn du davor stehst, kann ich nicht treffen. Oh. Simon scheint egal. Schwere Verluste!
Junge, wie ich einfach nicht treffe. Oh, endlich eine Schrotflinte. Wie kann ich ihn töten? So. Easy, oder? Und es ist gleich 17 Uhr, Bruder. Oh, Leute. Es ist gleich 17 Uhr. Ja, aber wir machen noch ein bisschen. Ein bisschen machen wir noch. So, wo ist meine Schrotflinte? Die hier. Da kann ich nicht drauf zugreifen. So. Das ist fancy, Mann. Damit können wir sie erstmal ein bisschen wegballern. Ich speichere trotzdem mal schnell. Nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn ich aufhören möchte, keinen Speicherpunkt haben oder so. Das wäre dann ärgerlich. Kontakt! Feindkontakt! Die kommen jetzt dauerhaft, ne? Da kann ich nichts mehr machen, oder? Oh, hi! Kann ich mir den Kaffee machen? Junge, du bist einfach reingelaufen und sagst mir, die können mich sehen, oder was? Wo ist die Granate hin? Okay, 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 okay. Gib einfach auf, verdammt! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, warte. Granate, Granate, Granate. Ich komme damit noch nicht klar mit der Steuerung hier. So, erstmal Leben nachballern. Und wir müssen von weiter wegschießen. Das bedeutet, wir nehmen die Knarre. Damit komme ich bisher noch am angenehmsten zurecht, wenn es von weiter weg ist. Hä? Da jetzt. Alter. Der saß. Jawohl. Im Gehen habe ich einen Kopfschuss geballert, Mann. So, wo ist jetzt der andere Gegner hier? Ist doch hinter der Tür gewesen, ne? Scheiße. Ah, die Mucke ist cool. Passt auf jeden Fall zur Spannung. Wieso verstecken? Oh, scheiße. Junge, der Rückstoß ist aber auch krank, Alter. Der ist cool. Also krank cool. Wisst ihr, wie ich meine? Joa, was rennt er denn jetzt auf einmal los? Ich muss hier auch mal ein bisschen was gucken, ne? Müssen wir noch ein bisschen was einsammeln und so. Kann ja nicht nur die ganze Zeit rennen. Von da. Kann ich hier durchschießen? Nee. Okay. Oh, scheiße. Fuck, Mann. Mit der Schrot muss ich echt davor stehen, oder was? Treffe ich nicht. Oh, Granate. Ist klar, Leute. Was ist denn... Erreiche den Aufzug. Da, 50 Meter. Aufzug zur Lobby. Hätten wir da reingemusst irgendwie? Keine Ahnung. Ah, okay. Jetzt sagt er mir, wir müssen hier hin. Okay, komische Anzeige. Sorry. Was? Fuck. Das ist, glaube ich, nicht sehr gut. Ich komme hier nicht richtig gut durch, ne? Ich glaube, ich habe noch nicht meine Waffen. Mein Katana fehlt mir. Ich kann den auch nicht markieren. Das heißt, der muss ja hinter irgendwas stehen. Ruhig, ihr Hurenkröte! Bitte verbleiben Sie.
So, den habe ich. Okay. Oh Leute, ich bin nicht gut in sowas. Komm. Ja, man muss sich nur konzentrieren. Dann passt das. So, jetzt ist noch einer da. Komm hoch. Fuck, ich dachte, ich treffe ihn. Treffe ich ihn halt so? Jawohl! Okay, bevor wir da jetzt aber wegfahren, gucken wir erstmal hier. Saubere Nummer. Naja, so sauber war das jetzt auch nicht. Inventar. Wir haben eine neue Waffe gekriegt, glaube ich. Alter, das sind alles die gleichen. Das hier. Was ist das für eine? Die nehmen wir mal. Vielleicht komme ich mit der ein bisschen besser klar. Oder haben wir aber nicht viel Schuss, ne? Aber ich glaube, es wird besser sein. Gut. Kann man hier einfach so abspeichern wieder? Speichern? Ja. Okay. Gut, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass noch wird. Aber jetzt ist es gleich 17 Uhr. Ich muss mich noch ein bisschen frisch machen, damit Anni spazieren gehen. Dann gibt es Abendbrot und so weiter und so fort. Wir haben jetzt unsere 6 Stunden 20 Minuten, Leute. Oh. ja, spazieren. Ich gehe mit meiner schwangeren Freundin spazieren. Deswegen. Und wir werden uns dann morgen früh wiedersehen. Aber morgen werden wir nicht so lange streamen wie heute. Das war mal eine Ausnahme mit neues Spiel und so. Und bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich komme mit dem Schießen noch nicht so ganz zurecht. Was man ja bestimmt mitbekommen hat. Aber ich denke mal, nach einer gewissen Zeit wird das auch ein bisschen besser laufen. Das ist ja jetzt erst das zweite Gefecht. Alles gut, denke ich mal. Deswegen. Ja, morgen, wie gesagt, nochmal Cyberpunk. Und dann ab Mittwoch ganz normal WoW, Freitag Bioshock, Samstag Cyberpunk und Sonntag wieder WoW. Ne? Bei diesem Spazierengehen. Ja, danke. Dankeschön. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Schönen